Herzlich willkommen. Heute zeige ich dir eine Übung, wie du deinem Hund zeigen kannst, dass du Ansprechpartner in schwierigen Situationen für ihn bist. In diesem Video seht ihr ein unbekanntes Gesicht oder vielleicht ein Gesicht, das ihr noch nicht so häufig gesehen habt in der Dog University. Wir haben nämlich unser Trainerteam erweitert mit einer großartigen, fantastischen, feinfühligen Trainerin, nämlich Karin Siska. Ihr habt sie vielleicht schon einmal im Hundekongress gesehen, da hat sie das Angstwebinar gesprochen und damit sehr vielen Leuten schon weitergeholfen. Jetzt wird sie unser YouTube-Video machen. Da dürft ihr also ganz gespannt sein und ich freue mich wirklich sehr, dass sie jetzt im Team ist. Es ist eine große Bereicherung. Hi, ich bin Karin Siska. Ich komme aus Magdeburg, bin Hundetrainerin seit 2011. Seit einigen Jahren mache ich das Ganze hauptberuflich. Meine Hundeschule hat im Portfolio die normalen Erziehungsthemen wie Welpen und Junghunde, aber ich mache vor allen Dingen auch gerne Einzeltrainings und Beratungen. Ich habe meine Ausbildung bei Document gemacht und habe da auch meinen Schwerpunkt gefunden, der sich jetzt in meiner täglichen Arbeit immer wieder zeigt. Mir liegt das soziale Miteinander zwischen Menschen und Hunden sehr am Herzen. Also neben diesen Erziehungssachen, wie bringe ich denn einem Hund bestimmte Regeln bei oder wie bringe ich denn einem Hund zum Beispiel das Laufen an lockerer Leine bei, ist es mein Bedürfnis vor allen Dingen das Soziale, diesen Kontext zwischen Mensch und Hund, wie bewegen wir uns gemeinsam durch einen Alltag und finden uns darin zurecht, wie sind wir zufrieden miteinander, wie gestaltet sich denn mein persönlicher individueller Alltag mit meinem individuellen Hund. Das Ganze mache ich auch als Workshops und Seminare und jetzt eben auch bei der Dog University. Ich freue mich sehr auf die Dog University und jetzt nehme ich euch mit zu meinem ersten Video zum Thema Angst. Ich bin heute zu Besuch bei Otto. Otto ist ein zweijähriger Rüde, der ursprünglich aus Griechenland stammt und unsicher ist in unbekannten Situationen und mit fremden Menschen. Ich bin Kara Ich bin Christian. und unser Hund ist der Otto. Otto kommt aus Griechenland und ist 2 Jahre alt und jetzt seit ungefähr einem Jahr bei uns. Ottos Problem ist, dass er vor allem im Alltag und in neuen Situationen draußen, in Gegenden, die er nicht kennt, viel Angst hat und ja, dann sehr panisch ist und ihm vor allem neuen sehr schreckhaft. Seit wann ist der Otto bei euch? Otto ist seit Februar 2022 bei uns, also seit gut einem Jahr. Und was ist seine Vorgeschichte in Griechenland? Otto wurde mit 9 Monaten auf der Straße aufgelesen, gefunden, eingesammelt vom Tierschutz und wurde dann in den Shelter gebracht und hat dann dementsprechend da knapp 5 Monate gelebt. Ist Otto kastriert? Ja, Otto ist kastriert. Seit? Otto ist seit Januar 2021, seit Januar 2022 kastriert, also kurz bevor er zu uns gekommen Und was sind seine Probleme bei euch im Alltag? Problem im Alltag ist erstmal alles, was neu ist für ihn und Reize, vor allem Reize, die laut sind. Das heißt vor allem Kindergeschrei. Und wenn er keinen Raum hat, fühlt er sich einfach nicht wohl und will dann aus der Situation raus. Ah, er will immer fliehen. Er will mal fliehen. Okay. Ja. Hat er noch andere Strategien als fliehen? Nee, er ist kein aggressiver oder er starrt auch nicht. Er möchte eigentlich immer nur flüchten. Immer Ja, weglaufen. ja. Okay. Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Besonderheiten bei ihm? Nee, gesundheitlich alles gut. Er hat ein paar Verdauungsprobleme. Das haben wir aber mit dem Futter in den Griff bekommen. Ansonsten ist alles in bester Ordnung bei ihm. Okay. Und gibt es in den Problemen, die Otto bei euch im Alltag hat, einen Verlauf, seit er bei euch ist? Ja, viele, viele Dinge sind am Anfang sehr schnell besser geworden. Gerade fremde Dinge, wie bei uns auch hier zu Hause im Haus mit Waschmaschine und Fernseher etc. Das hat er schnell gelernt und schnell verstanden, dass das nicht so schlimm ist. Draußen ist die Lernkurve eher gerade. Also da passiert nicht so viel. Okay. Ja. Was ist euer Ziel mit ihm? Unser Ziel ist, dass Otto entspannter ist in diesen Situationen, wo er eben nicht entspannt ist, damit wir mit ihm einfach noch ein entspannteres Leben führen können. Also Das heißt, was müsst ihr denn dafür können, dass er entspannen kann? Dass er entspannter ist, ist jetzt erstmal so ein Regenbogenwunsch. ja. Was heißt denn das? Ja, Otto muss, glaube ich, einfach lernen, dass die Dinge, vor denen er Angst hat, nicht so schlimm sind. Das steht an alleroberster Stelle. Das heißt, genau.
Also sein Portfolio sollte sich erweitern. Sein Portfolio sollte sich erweitern, ja, auf jeden Okay. Fall. Nachdem ich jetzt Christians und Karas Seite gehört habe, möchte ich jetzt Otto kennenlernen und mir seinen Teil der Geschichte einmal anhören. Kara bringt mir jetzt den Otto nach draußen und wir positionieren uns so, dass Otto bei ihr in Sicherheit stehen kann, aber auch die Möglichkeit hat, sich mit mir auseinanderzusetzen und zu mir Kontakt aufzunehmen. Da sehe ich jetzt erstmal wenig Interesse an mir. Er ist so beschäftigt mit seiner Außenwelt, mit seinen Außenreizen und mir fällt auch auf, dass er ein sehr angespannten Körper hat, wenig Bewegung in der Muskulatur und auch eine sehr gepresste Atmung. Also er ist schon bereit zu flüchten. Er wartet quasi drauf, dass jetzt irgendwas kommt und er dann weg muss. In einem Moment, wo Otto das gut bemerken kann, gibt mir Kara die Leine, sodass er diese Leinenübergabe auch mitbekommt und sich damit auseinandersetzen kann, dass ich ihn jetzt an der Leine habe. Da fällt mir jetzt erstmal wenig auf, was er da macht. Auch wieder wenig Interesse an mir, wenig Kontaktaufnahme. Er ist viel mit dem Außen beschäftigt und macht ganz viel Orientierungsverhalten. Ich hole ihn dann zu mir, das geht ganz gut, also er lässt sich da ganz gut drauf ein. Und weil ich mir aber nicht sicher bin, ob er dann auch bei mir bleiben möchte, lasse ich ihn pendeln zwischen Kara und mir. Das heißt, er hat immer wieder die Möglichkeit und die Rückversicherung, zu Kara zurückzukommen. Dafür nutze ich Momente, in denen Otto mich anschaut. Das heißt, ich gucke mir gleichzeitig im Kennenlernen an, wie kooperationsbereit ist er denn? Kann er sich gut auf mich einlassen? Und dann, in der Wiederholung, ist er jetzt wenig an Kooperation interessiert. Mir fällt aber auch auf, dass er bei Kara nur so ungefähr ankommt. Also es ist jetzt kein Ankleben von, oh Gott sei Dank bin ich wieder bei dir, sondern es ist eher so ein, ja, okay, hier ist mein Mensch, aber ich bleibe mal weiter in meinen Befürchtungen. Also er scheint da irgendwie sehr mit seinem inneren Kopfkino beschäftigt zu sein, denn de facto ist ja hier ringsrum nichts los. Ich kann ihn ohne Probleme wieder zu mir holen. Er ist ein bisschen zögerlich, aber wenn ich Druck aufbaue und ganz vorsichtig die Leine aufnehme, da Spannung reingebe, dann kommt er auch wieder zu mir, dem gibt er gut nach. Und er kommt auch ganz brav zu mir, kommt dicht zu mir ran und er setzt sich hin. Wenn ich ihn anfasse, habe ich schon das Gefühl, da sitzt ein angespannter Hund, aber ich finde ihn jetzt nicht übermäßig in Angst, er schlottert nicht, er zittert nicht, er ist einfach in Erwartung dessen, dass seine Befürchtungen sich gleich irgendwie bewahrheiten. Dann kommt ein Geräusch von außen, der Hund in der Nachbarschaft. Otto erschreckt sich und will fliehen. Die Situation, die Kara und Christian ja auch schon mehrfach beschrieben haben, das ist seine erste Wahl, immer erst mal weg. Da halte ich die Leine ganz kurz und verhindere die Flucht. Das ist das, was er später auch lernen muss. Flucht ist keine Idee. Flucht bedeutet verletzt werden und das Auto geraten, nicht mehr den Nachhauseweg finden. Und da sitzt er dann erstmal, da gucke ich ihn mir auch genau an. Und da sitzt er erstmal ganz stabil und sagt, nee, ich gehe jetzt aber. Als ich dann die Schulter wegnehme und ihm die Möglichkeit biete, dass er ein bisschen dichter rankommen kann, nimmt er das aber erstaunlich und für mich tatsächlich auch überraschend schnell an, schließt sich mir wieder an. Und als dann das Geräusch nochmal kommt, ist das überhaupt kein Thema mehr. Ich habe dann noch die Idee, dass ich ihn anfasse und in seine Muskulatur, in sein Fell am Hals kraule, das spricht das Beruhigungssystem an, das zentrale Nervensystem. Und darauf kann er sich ganz gut einlassen. Da kommt dann auch der Blick nach oben und ich habe das Gefühl, dass er mich jetzt das erste Mal richtig meint und auch richtig wahrnimmt an seiner Seite. In der Wiederholung kann er das auch ganz gut annehmen. Die Geräusche wiederholen sich, die Außenreize wiederholen sich und ich habe aber das Gefühl, dass Otto damit jetzt ein bisschen besser klarkommt. Also er hat einen Realitätscheck gemacht, er nimmt wahr, wo er gerade ist. Er geht zu Kara zurück, die Übung ist beendet und ist da auch unverändert. Es gibt kein großes Gott sei Dank, weißt du, was mir gerade passiert ist? Ganz furchtbar. Es ist jetzt aber auch noch nicht dieses Puh, ja, na gut, dann bin ich jetzt wieder hier, bleibt er erstmal chillig. Also er bleibt in seiner Anspannung und in seiner Erwartung. Ja, Kara, was hast du denn eben beobachtet, wahrgenommen?
Also ich habe schon vorm Rausgehen gemerkt, dass ihm das schon nicht geheuer ist. Dass ich einen Plan hatte. Genau, der wusste direkt, da passiert irgendwas. Und dann sind wir ja straight zu dir durchgegangen. Und ich habe dann auch in den Momenten direkt gemerkt, sobald ein Geräusch kam, das war neben dem Hundebellen, kamen auch noch so zwei andere Geräusche. Ein Kind habe ich gehört und eine Tür, die von den Nachbarn aufgegangen ist. Und ich Ach habe krass, da bist du auch schon wachsam ja, sehr. gewesen. Also man weiß ja auch schon, dass Otto dann oft reagiert. Und da hat man eben auch, oder habe ich auch direkt gemerkt, dass ja, wie er sich angespannt hat und direkt, also er hat wirklich überall seine Sinne und ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft eigentlich, ja. Was ich aber auch wahrgenommen habe, ist, dass er dann irgendwann sich eben auf dich auch eingelassen hat. Man merkte dann diesen Switch, dass er den Kontakt zu dir aufgenommen hat und dich dann auch irgendwann richtig angesehen hat. Ja. Ja. Das hat eine Weile gebraucht, ne? Ja. Also den Kontakt, den konnte er zu Anfang ja überhaupt nicht aufnehmen zu mir, weil er so beschäftigt war mit seinem, wo bin ich, wer bewegt sich, wo kommen die nächsten Geräusche, krass, und wo ist der Fluchtweg? Das Ja. ist ja sein Thema. Und ich fand es ganz gut, dass dann ein Geräusch auch tatsächlich kam, wo er weg wollte, weil ich ihn dann ja auch mal so erlebt habe. Und das ist das, worum es dann im Training auch gehen wird, ne? Das ist der erste Schritt. Flucht ist keine Alternative. Und der zweite Schritt, oder eigentlich eher andersrum, der erste Schritt ist, dass er diesen Kontakt ganz bewusst auch bei euch sucht. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn ich ihn zurückgebracht habe zu dir, auch nur über die kurze Distanz, dass er zwar in deine Nähe kam, aber es war jetzt wenig direkte Kontaktaufnahme. Also er hat jetzt nicht deine Nähe, deine Körpernähe gesucht, er hat dich auch nicht direkt angeschaut. Da möchte ich gerne nochmal ansetzen, weil er eine Alternative braucht. Man sagt immer Aufbau vor Abbau, bevor man das alte Verhalten, nämlich seine Flucht, unterbricht und unterbindet, braucht er eine Idee, was er stattdessen tun kann, weil sonst treten wir ihm die Krücke weg. Dann hat er ja keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Genau, das heißt, der Ansatz wäre, in die Kooperation mit ihm nochmal zu gehen und dann aber auch ganz klar zu machen, wegrennen geht nicht. Geht nicht mehr. Für heute nicht, an der Leine nicht, perspektivisch auch nicht im Freilauf. Genau. Ansonsten habe ich Otto als sehr offen dann nachher wahrgenommen, also als ich dann mal so durchgedrungen bin zu ihm, tok, tok, jemand zu Hause. Das war total cool, das konnte er auch echt gut annehmen und er hat von sich aus ganz viel Kompetenz angeboten mit seinem, ich bin ein braver Hund, ich setze mich schon mal hin, das war ja gleich irgendwie der dritte Durchgang oder so. Ja, ich habe schon verstanden, ich soll zu dir kommen. Und die Körpernähe war ihm wichtig, obwohl er mich ja kaum kennt. Also das ist was, wo wir andocken können im Training. Und was ich bei ihm auch gemacht habe, ist, dass ich mal ausprobiert habe, wenn ich links und rechts vom Hals, da wo das Halsband sitzt, so richtig in die Muskulatur reingehe und den mal durchknete, wie reagiert er da drauf und auch auf Berührungen auf dem Kopf und zwischen den Augen. Das sind so Akupressurpunkte, Beruhigungspunkte. Und genauso hier die Seitenstränge, da laufen Nervenbahnen lang, die ins Gehirn gehen und Beruhigung signalisieren. Das hat er auch total gut angenommen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da kam ja dann, als ich das gemacht habe, auch mal so dieser, wo kommst du denn her? Blick. Da war er dann wirklich wach und das war die Erregung, mit der ich da quasi gesprochen habe. Also bei all dem, was er da an den Tag legt, ist es gut, wenn man sich die Verhaltensweisen und die, ich nenne es mal Symptome anguckt. Er flieht, ist ja sein Hauptsymptom, aber dass vor allen Dingen die Erregung runterreguliert wird, damit er ins Nachdenken kommt, weil ich glaube, dass er ganz schlaue Ideen hat, wenn er so ruhig sein kann, dass er überhaupt noch sachlich denkt. Im Moment ist er nur im Handeln. Okay, dann habe ich folgenden Trainingsansatz für euch. Das Alternativverhalten soll ja sein, dass Otto lernt, sich an euch zu wenden, wenn er ein Problem hat, also in die Kooperation geht, Fragen stellt, um Hilfe bittet. Das kann man ganz super mit Futter aufbauen und da gibt es mehrere Stufen, die würde ich euch gleich mit ihm einmal zeigen bzw. euch darin anleiten. Wir kommen jetzt zu Schritt 2 der Kooperationsübung, die Kara mit Otto macht. Kara, du machst Folgendes. Du hast den Otto an der kurzen Leine, genau, und er ist schon arbeitsbereit. Du nimmst dir Futter, zeigst ihm das und legst es dann so hin, dass er an der Leinenlänge nicht rankommen würde. Dann gehst du wieder den Schritt zurück, bleibst stehen und wartest ab, was er macht, wenn er dich anguckt.
Dann führst du mit deiner Hand zum Futter hin, also ihr als Team kommt da vorne an und die Hand, je nachdem, wie schnell er dann dahin will, macht das Tempo mit, also führt ihn, sodass Otto in dem Tempo deiner Hand da unten ankommt. Okay. Okay. Kurz genug, ich glaube schon. Genau, er darf alles ausprobieren. Ja? Also er darf sich jetzt auch ins Halsband hängen, er darf versuchen, mit den Pfoten daran zu angeln, er darf fiepen, unruhig werden, aufstehen, was auch immer. Da ist wieder dieses, welches Portfolio zeigt er und wie viele Ideen hat er eigentlich. Total gut, auch wenn er sich da ausprobiert mit seinen Gedanken, damit er später auch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Versucht es über die Kraft der Gedanken. Du kannst ihm in den ersten Durchgängen ein bisschen helfen, genau, indem du dich. Jawohl! Jetzt traut er sich nicht. Und schuppel nur an der Leine, dass er in Bewegung kommt. Genau, guck das Futter an. Super! Klasse! Und gleich nochmal. Er braucht sich nicht hinsetzen, das ist egal. Ja, super. Ja, er bietet Sitz an. Er hat gehört, brave Hunde machen Sitz. Der Klassiker. Ja. Ist es noch da? Kannst auch noch mal das Futter aufnehmen, dir selber das angucken, machst es ein bisschen spannend. Oh, krass, tolles Futter. Und dann legst du es wieder hin. Ah, Interesse. Nicht weggehen lassen. Super. Das Futter angucken. Du guckst auch das Futter an. Genau. Gib ihm mehr Leine. Voll. Super. Und noch ein Durchgang. Jetzt guck mal, dass du vom Leinenhandling gut klarkommst, weil du jetzt so überkreuzt bist auf dem Rücken. Genau. Noch halten. Jawohl. Also lebt. Da pass auf, dass du mit deiner rechten Hand nicht die Leine zusätzlich verkürzt. Du hast jetzt nun mal nachgefasst. Das könnte bei ihm auch als Info ankommen, ich darf da nicht ran. Aber darum geht es ja gar nicht. Er soll sich es nicht holen können, aber er darf sich in all dem ausprobieren. Also, aha, Platz hinlegen. Bieten wir auch noch an. Ja, genau. Wobei das ja gar nicht so ein Platz im Sinne des braven Hundeschulhundes ist, sondern das ist ja ein Platz von, jetzt bin ich ja schon mal ein Stückchen dichter. Für dich wird das jetzt ein bisschen schwerer. Es ist okay, dass er das macht. Für dich wird es schwerer, weil er jetzt sich in eine Position gebracht hat, wo er, wenn er dich angucken will, den Hals so überstrecken muss. Also vielleicht kannst du ihm da noch mal helfen. Jawohl. Genau, guck das Futter an. Super. Und noch ein Durchgang. Das sieht man bei ihm jetzt sehr schön. Die Übung ist im Vergleich zum ersten Durchgang ein bisschen schwieriger. Super. Guck das Futter an. Klasse. Die Übung ist für ihn ein bisschen schwieriger, weil er nicht mehr, vorhin saß er vor dir und musste bloß von hier hochgucken. Und jetzt liegt das Futter da und er muss von da nach da gucken. Und das ist erstmal nochmal ein neuer Bewegungsablauf. Der perfekte Abstand. Auch die perfekte Leinenlänge. Frustriertes Schnaufen. Ja. Vielleicht kann er es ansaugen. Ah, super. Futter angucken.
Super, gut gemacht. Und feiern. Yay, jawohl. Super gemacht, Schatz. Prima. Nein. Super, fertig mit Durchgang 2. Alles klar. Er auch. Kara, wie ging es dir gerade eben mit den Übungen? Gut. Also man hat auf jeden Fall sehr gemerkt, dass er am Anfang sehr viel nachgedacht hat. Richtig sich das Gehirn zermartern sehen und dann aber auch sehr schnell gemerkt, als er es dann einmal verstanden hatte, dass er es sehr schnell wieder wiederholt hat. Je schwerer die Übungen wurden, desto mehr Konflikt man quasi mit reingebracht hat, also dann auch mit dem Umdrehen irgendwann, desto schwieriger wurde es sozusagen auch für ihn. Also man hat dann schon gemerkt, okay, mit der Hand war es noch einfacher. Und irgendwann dann, wenn man dann auch mal sich mehr bewegen muss, mehr anstrengen muss, da überlegt er sich halt dann zweimal, ob er es macht. Ja, da kommt der Rebell durch. Genau. Mhm. Und hast du eine Idee davon bekommen, wie dir die Übung, wie euch die Übung dann im Alltag weiterhelfen kann? Das ist ja jetzt hier sehr konstruiert mit Futter auf dem Boden und im geschlossenen Raum, aber was das mit dem Alltag und seinem Problem zu tun hat? Ja, genau. Ich glaube, am Anfang ist das erstmal relativ abstrakt, weil man den direkten Bezug eigentlich nicht sieht. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich naheliegend, dann zu wissen, man bietet eine Alternative an und dass der Hund eben lernt, die Alternative liegt bei mir und dass da eben diese Bindung, diese Kommunikation eben gestärkt wird. Ja, genau. Perfekt. Schön. Wir haben jetzt gerade Kara und Otto in der Kooperationsübung gesehen. Die ist ein wichtiger, aber eben nur ein Baustein für die Arbeit und den Aufbau eines Alternativverhaltens, wenn du einen Hund hast, der seine Probleme gerne selber löst. Das gilt nicht nur für unsichere Hunde, sondern das ist die Grundlage der gesamten Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Hunde sind ja sehr kooperative Lebewesen, die gerne mit ihren Sozialpartnern in Verbindung sind und gemeinsam die Dinge tun. Das heißt, egal ob du einen Welpen hast, ob du einen alten Hund hast, ob du einen Hund hast, der unsicher ist oder einen Hund, der Themen im Aggressionsbereich hat oder auch einen jagenden Hund, probier diese Übung mit ihm aus und lass das gerne auch in den Alltag einfließen. Wenn er etwas möchte, dann soll er sich an dich wenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal.